Einen wunderschönen guten Abend. Heute findet einer der angesagtesten Partys in Berlin statt. Die Bertelsmann-Veranstaltung erwartet über 600 namhafte Gäste aus Medien, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Party steht in diesem Jahr unter dem Motto, das alles ist Bertelsmann. Auch habe ich die zahlreichen Gäste zur Europawahl gefragt, ob sie wählen gehen und ob sie sich um unsere Demokratie Sorgen machen. In der Berliner Repräsentanz des Unternehmens unter den Linden habe ich mich umgeschaut und den sensationellen Ausblick der Dachterrasse genossen, wo sich schon zahlreiche Gäste versammelt haben. Begrüßt wurde die Prominenz auf den roten Teppich von den Gastgebern Liz Mohn und Thomas Rabe. Diese Party, finde ich, ist eine schöne Brücke der Begegnung über alle Kulturen und Sprachen hinweg. Und da viele Menschen in einer zerrissenen Welt zu wissen zu leben, ist das eine Brücke der Verständigung. Am Sonntag sind Europawahlen. Wie wichtig ist es, wählen zu gehen? Ich glaube, jeder von uns sollte dahin gehen, damit wir ein friedliches Europa für die Zukunft haben. Und da müssen wir als Gesellschaft einen Beitrag leisten. Was bedeutet für Sie die Party heute? Also die Party ist einfach eine großartige Gelegenheit, Menschen zusammenzubringen, sehr unterschiedliche Menschen, und ihnen Bertelsmann zu zeigen, die Vielfalt von Bertelsmann unter dem Motto, das alles ist Bertelsmann. Am Sonntag sind Europawahlen. Wie wichtig ist es, zur Wahl zu gehen? Es ist extrem wichtig, zur Wahl zu gehen. Ich empfinde das als Bürgerpflicht. Natürlich ist es auch ein Recht, aber es ist auch eine Pflicht, sich auch zu informieren und dann die richtige Wahl zu treffen. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber zur Wahl zu gehen halte ich schon für eine Pflicht. Machen Sie sich Sorgen um die Demokratie? Ich mache mir keine Sorgen um die Demokratie, weil ich glaube, dass die Demokratie wehrhaft ist. Aber sie muss auch wehrhaft bleiben und dafür müssen wir uns alle einsetzen. Herr Wegner, das Motto ist, das alles ist Bertelsmanns. Was bedeutet Bertelsmann? Das ist eine wichtige Institution in Berlin, und auch der Abend ist sehr, sehr wichtig. Viele Menschen aus der Stadtgesellschaft, aber auch darüber hinaus, treffen sich hier. Man kommt ins Gespräch und ich freue mich riesig auf den Abend. Am Sonntag sind Europawahlen. Wie wichtig ist es, wählen zu gehen? Sehr, sehr wichtig. Europa beeinflusst unser Leben tagtäglich, auch in Berlin. Das, was in Brüssel und in Straßburg entschieden wird, betrifft uns Berlinerinnen und Berliner. Und deswegen bitte ich alle, wirklich wählen zu gehen. Wir brauchen ein starkes Europa. Und das geht nur mit demokratischen Parteien. Also wählen gehen und die demokratische Mitte stärken. Ja, das alles ist Bertelsmann. Bertelsmann bringt einfach wahnsinnig viele Menschen zusammen, unabhängig von Kultur, von Religion, sondern es ist einfach eine Plattform, wo die Menschen zusammen innovativ sein können. Deswegen habe ich ihn extra mitgebracht. Ja, genau. Ja, man sieht einfach, wir sind ja verschiedene Generationen. Diego ist zum zweiten Mal da und für ihn ist Bertelsmann natürlich auch ein Begriff. Ja, auf jeden Fall. Nee, und zwar ist mein zweites Mal hier und ich muss sagen, ich meine, meine Mutter ist hier seit wie vielen Jahren bist du jetzt hier? Seit über 20 Jahren. Über 20 Jahren, das heißt schon was. Und immer kam sie nach Hause, hat gesagt, was ich hatte, ich für einen schönen Abend und so. Und das muss ja irgendwo was heißen. Und Bertelsmann ist einfach so mit das Event, glaube ich. Und ich bin ganz stolz, hier sein zu dürfen und ja. Ja, perfekt. Am Sonntag sind Europawahlen. Wie wichtig sind diese Wahlen für euch beide? Also ich denke, dass es ganz wichtig ist, zu wählen. Und diese Zeit, wo viele sich einfach gesagt haben, ich gehe gar nicht erst zur Wahl, ich verstehe es nicht, ich will es nicht, ich bin unzufrieden, das geht heute nicht mehr. Die Zeit ist einfach da, jede Stimme zählt, die Meinung zählt, und die jüngere Generation, dadurch, dass ich auch Diego im Hause habe, immer mal wieder, auch wenn er in Berlin lebt, merke ich auch, das ist ja auch deren Zukunft, was sich hier gerade abspielt. Und ich glaube, enthaltsam zu sein, wenn man so sagt, ich möchte nicht mehr wählen, das ist wirklich dumm. Und man muss sich einfach politisch viel mehr einbringen, als man das vielleicht vor einigen Jahren in Deutschland noch gemacht hat, weil wir befinden uns ja wirklich in einer sehr schweren Zeit, weltweit gesehen. Und da kann man nicht einfach wegschauen und sagen, ich habe es ja gemütlich zu Hause. Das kann auch ganz schnell sich ändern. Und ich weiß nicht, wie denkst du über die Wahlen? Also ich finde natürlich, jeder, der die Möglichkeit hat zu wählen, sollte sich auf jeden Fall im Bilde bewusst sein, was man wählt. Und da sollte man auch hinterstehen, man sollte sich informieren und auf jeden Fall wählen gehen. Weil nur so wird ein Unterschied gemacht, und momentan ist ja alles ein bisschen, sag ich mal, nicht ganz so optimal. Und deswegen, naja, also ich finde auf jeden Fall, jeder, der wählen kann, soll wählen. Und das sind Europawahlen. Wie wichtig ist es, wählen zu gehen? Ja, hallo, das ist erste Bürgerpflicht. Absolut. Oder? Es ist fast noch nie so wichtig gewesen wie im Moment. Bei dieser Welt und diesen populistischen Entwicklungen teilweise. Also es ist ganz, ganz wichtig, sehr, sehr wichtig. Macht ihr euch Sorgen um die Demokratie?
Sorgen mache ich mir nicht, aber ich finde, man muss wachsam sein, sagen wir es so. Ne? Und dafür ist die Wahl das beste Mittel, was wir zur Verfügung haben. Und ich finde, das sollte man dringend nutzen, seine Stimme abgeben und ja, hoffen, dass wir damit die Demokratie auch langfristig erhalten. Das alles ist Bertelsmanns. Was bedeutet das für dich? Na, Bertelsmann ist ja ein weltweites Universum und ich bin Bertelsmann sehr, sehr dankbar, denn ich arbeite seit vielen, vielen Jahren und bin darauf natürlich sehr stolz und dass es so ein großes, auch vielfältiges Unternehmen ist. Und deswegen ist für mich auch heute ein Grund zu feiern und da kann man wirklich froh sein, hier auf der Gästeliste zu sein, denn es haben viele versucht und es hat nur 600 Plätze. Und ab Sonntag sind Europawahlen. Wie wichtig sind die Wahlen? Naja, wir müssen unsere Demokratie, unsere Freiheit erhalten und nach wie vor erkämpfen. Und bei mir ist es natürlich klar, meine Stimme geht immer Richtung Bunt anstatt Braun. Und gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, den gerade jungen Menschen zu sagen, die für Europa sind, aber nicht zur Wahl gehen, geht wählen. Sonst ist die Stimme verschenkt und zwar für den Falschen. Machst du dir Sorgen um die Demokratie? Ich mache mir große Sorgen um die Demokratie. Sie wurde über viele, viele Jahre erkämpft und andere Staaten kämpfen gerade um ihre Freiheit. Und wir haben die Freiheit, wir haben ein Grundgesetz, wir haben die Freiheit. Und deswegen wundert es mich, dass man das heutzutage noch erkämpfen muss und dass die Leute nicht so stolz drauf sind. Ich glaube, das liegt daran, dass diese Freiheit für viele Leute selbstverständlich ist. Am Sonntag sind Europawahlen. Wie wichtig ist es, wählen zu gehen? 100% wichtig. Die Demokratie lebt davon, dass man eben auch von seinen Rechten Gebrauch macht. Und da ist natürlich ganz, ganz entscheidend, sind die Wahlen. Die Wahlen jedes Mal entscheiden darüber, wie sich das Parlament zusammensetzt. Das Europäische Parlament ist ein wichtiges Parlament. Und wir haben jetzt viele Mal die Möglichkeit, 96 Menschen aus Deutschland in dieses wichtige Parlament zu schicken. Und die Zusammensetzung entscheidet darüber, wie progressiv Europa auch in Zukunft sein wird, ob wir es schaffen, tatsächlich den Klimawandel effektiv zu bekämpfen. All das entscheidet sich auf europäischer Ebene und deswegen ist die Wahl wirklich wichtig. Hingehen. Dankeschön. Am Sonntag sind Europawahlen. Wie wichtig ist es, wählen zu gehen? Es ist in jedem Fall wahr. Es stimmt alles so nicht, was er sagt. Wir sind gerade bei den Wahlen. Ach so, wichtig. Okay. Absolut. Absolut wichtig. Natürlich ist es wichtig. Weil das bestimmt unsere Zukunft. Insofern ist das Wählen sehr wichtig. Machen Sie sich Sorgen um die Demokratie? Ein bisschen schon. Also in Europa haben wir ja eine sehr rechte Tendenz, auch leider Gottes in Berlin oder in Deutschland vor allen Dingen. Und ich hoffe, dass die Menschen doch irgendwie versuchen, wieder zueinander zu finden und nicht gegeneinander. Wichtig sind die Wahlen. Ja, die sind wichtig, weil es wirklich darum geht, wie wird Europa in den nächsten 5 Jahren zusammenstehen können, auch in Bezug auf diese Krisen und Kriege. Wir können nur europäisch antworten und diese Wahl legt die Grundlage dafür. Und deswegen ist es so wichtig, demokratische Parteien zu unterstützen. Das sind Europawahlen, das betrifft auch dich. Wie wichtig sind diese Wahlen? Kannst du? Naja, Wahlen an sich sind wichtig. Also, und wir sind, also jeder, der nicht wählen geht, ist wirklich, ich würde mal sagen, dumm. Also wir haben die Möglichkeit zu wählen, also sollten wir von dieser Möglichkeit Gebrauch nehmen. Ich finde, das hat sich schon gut gemacht. Jeder hat seine Stimme und jeder soll auch seine Stimme nutzen. Ja, macht ihr euch Sorgen um die Demokratie? Um die Demokratie mache ich mir tatsächlich Sorgen. Also ich meine, wer aktuell sich beschäftigt mit dem, was so los ist in der Welt und ganz speziell auch in Deutschland, da muss man sich Sorgen machen, natürlich. Also ich glaube ganz fest an die Demokratie, ich glaube ganz fest an diese Staatsform und finde es auch wichtig, die zu bewahren. Wie wichtig ist die Wahl am Sonntag? Wahlen sind grundsätzlich wichtig, nicht nur am Sonntag. Und ich meine, diese Europawahl, die ist insofern in einer, ja, wie soll ich sagen, in einer so besonderen Situation, weil die Kräfte selten so viel Druck ausgeübt haben auf den Fortbestand der EU. Also das sind linksradikale, das sind rechtsradikale Kräfte, das sind fundamentalistische Kräfte wie religiöse Kräfte. Und wir haben natürlich die Frage, wie stark ist die EU gegen Russland zum Beispiel. Also wählen gehen heißt für Freiheit, Sicherheit und Wohlstand zu wählen in der EU. Wir hatten noch nie so ein gutes Europa wie jetzt.
Am Sonntag sind Europawahlen. Ja. Wie wichtig ist es zu wählen? Total wichtig. Also jeder, der dieses Recht zu wählen nicht wahrnimmt, den kann ich nicht verstehen. Es tut mir leid, wir haben so viele Jahrzehnte für das Wahlrecht gekämpft, gerade wir Frauen. Entschuldigung, und jetzt dürfen 16-Jährige schon zur Wahl. Ich sage auch jedem Teenager da draußen, Mann, das ist so ein Unikum, das ist so ein Geschenk. In anderen Ländern darf gar nicht gewählt werden. Es gibt keine Meinungsfreiheit. Ihr habt so viel in der Hand. Geht, und bitte alle Erwachsenen auch, geht. Nur so könnt ihr was ändern.